Fulci scheint seine Filme irgendwie gerne am Hudson River zu beginnen. Zuerst Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, jetzt der New York Ripper. Böse Zungen würden vielleicht behaupten, vielleicht versucht er nur irgendeine Stock Footage ein zweites Mal zu verwenden. Aber ganz im Ernst, dass ein Film, der New York Ripper heißt, in New York beginnt, kann ihm wirklich irgendwie keiner übel nehmen. Vor allem, wenn nach der Aufnahme vom Hudson River direkt übergeschwenkt wird zu einem älteren Kerl, der seinen Hund Gassi führt und ihm energetisch sein Stöckchen ungefähr 1,5 Meter weit wirft. Der Hund kommt dann aus dem Gebüsch zurück mit dem verrotteten Teil irgendeiner Schaufensterpuppe und weil man annehmen kann, dass die Besitzerin von dieser Hand nicht mehr in wahnsinnig gutem Zustand ist, finde ich, passt die Titeleinblendung von The New York Ripper sehr gut über die Aufnahme von Kommissar Rex mit seiner Ersatzwurstsemmel. Schnitt, ein Polizist bekommt irgendein Foto und bekommt erklärt, das ist das Mädchen, das sie gefunden haben. Habt ihr einen anderen Film gesehen als ich? Weil, soweit ich weiß, haben sie kein Mädchen gefunden, sondern, sagen wir mal, einen kleineren Teil von einem Mädchen. Aber egal. Dann kommt die Vermieterin von diesem Opfer her, spricht mit dem Polizisten und während sie spricht, fällt mir nur ein, was das damals noch für eine Zeit gewesen sein muss, wo man noch an der Polizeistation im Präsidium einfach rauchen konnte. Wobei ich der Dame empfehlen würde, es hilft beim Rauchen, wenn man die Zigarette tatsächlich anzündet, habe ich mir sagen lassen. Außerdem finde ich, dass die Verpestung der kollektiven Atemluft nicht wirklich das größte Übel ist, was diese Vermieterin der Polizeistation verbreitet, weil, ganz im Ernst, ein neonfarbenes Fischernetz auf der Marille, das... Was ist das? Ja? Weil dagegen sahen diese Neonkäppchen, die vor einigen Jahren in Mode waren, ja noch schön aus und... Wow, das heißt was. Was ist das? Und vor allem vorne auch noch so ein Knopfteil, das irgendwie aussieht wie ein Amulett von irgendeiner alten Höhlenmalerei. Und es ist irgendwie... keine Ahnung, ja? Sieht aus, als hätte jemand eine Duschhaube aus Netzstrümpfen gemacht, der nicht weiß, dass Wasser da vielleicht durchgehen kann. Was auch immer sie sich dabei gedacht hat, so in die Öffentlichkeit zu gehen, es passt sehr gut in einen Horrorfilm. Themenwechsel. Sie meint dann noch zum Polizisten, ich will Ihnen ja immer Ihre kostbare Zeit nicht stehlen, aber trotzdem wiederhole ich ab sofort jede Frage, die Sie gestellt haben, bevor ich die Antwort gebe, damit sich die Zuschauer von New York Ripper außerdem noch meine tolle Frisur und mein tolles Neon-Fischernetz etwas länger als unbedingt notwendig anschauen müssen. Yay! Ha, naja. Stan erzählt sie dem Polizisten, dass irgendein Kerl dieses Mädchen angerufen hat, der die Stimme von Donald Duck hatte und dann macht sie noch... Irgendwie glaube ich, dass dieser Entenanbeter nicht der einzige mit einem Riesenvogel ist in diesem Raum. Aber lassen wir das. In der nächsten Szene werden dann irgendwelche Autos in eine Fähre geladen. Ein Mädchen kommt mit einem Fahrrad, kommt vielleicht ein kleines bisschen bei einem Auto an, wird dann von diesem Fahrer aufs Wüsteste beschimpft. Und während die Fähre unterwegs ist, möchte sie sich bei ihm rächen und macht wirklich das Schlimmste, was ihr eingefallen ist. Sie schmiert eine Beleidigung mit Lippenstift auf seine Windschutzscheibe. Boah, das wird ihm wirklich eine Lehre sein. Das Auto übrigens ist unverschlossen auf dieser Fähre. Kann ja nicht sein, dass dort irgendwas passiert. Naja. Dann kommt irgendein Kerl an, den wir nicht sehen, wo wir am Anfang vielleicht denken, oh, vielleicht ist es der Besitzer von dem Auto und sie werden sich noch etwas mehr beleidigen in diesem Horrorfilm. Nein! Dann beginnt dieser Kerl quack, 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 quack zu machen in einer hohen Stimme und wir fragen uns einfach nur, das ist wirklich nicht die beste Idee, um einen atmosphärischen Mord zu inszenieren, Mr. Fulci. Das kann vielleicht sein, dass das nicht wirklich hilft bei einer Szene, wo sie dann irgendwie energetisch versucht, aus diesem Auto zu kommen, aber natürlich ist das Auto so geparkt, dass die Beifahrerseite so nah an der Wand ist, dass sie nicht rauskommt und offensichtlich ist sie zu blöd dran zu denken, dass man Luft holt, weil irgendwann einmal, während sie versucht, sich irgendwie bei dieser Autoscheibe hinauszuquetschen, wird sie einfach ohnmächtig. Für ein paar Sekunden, ohne dass der Killer irgendwas tut. Sie schaut einfach nur... Und dann zerrt sie der Killer ins Auto zurück. Und gerade als ich mir dann denke, wow, Fulci inszeniert einen Mord im Off,
lässt uns irgendwas mitdenken, weil als der Killer dann gerade auf sie einstechen möchte, schneidet der Film weg, zeigt irgendwie diese Fähre von außen. Wir können uns ja grundsätzlich in etwa vorstellen, was dann passiert, aber wir haben die Rechnung ohne Fulci gemacht, weil natürlich muss er ihr dann noch den Bauch aufschlitzen und so weiter. Das Ganze relativ blutig und das Ganze, musst du dir so vorstellen, es fliegt dann sein Messer so mehrmals unter lautem Gequacke in ihren Körper und das ist der nächste Satz, den ich nie gedacht habe, dass ich irgendwann einmal sagen werde. Was dieser Film aus mir macht, ist irgendwie wahnsinnig ungeschickt. Naja, ich frage mich an der Stelle immer nur gerne eines, wie müssen die Produzenten von New York Ripper reagiert haben, als sie diese Szene gelesen haben? Die werden wahrscheinlich angefangen haben, ein Killer nimmt das Messer, ein Killer sticht in den Bauch, schneidet den Killer durch, viel Blut, Schweineengeweide kaufen, ja, Verzeihung, was heißt das da unten? Killer, Quack, 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 Quack. Das macht keinen Sinn, oder? Bitte sag mir, dass du versehentlich nur eine Folge DuckTales schreiben wolltest und das irgendwie da reingerutscht ist. Nein, das ist ernst. Ja, schau, ob es funktioniert, oder? Auf jeden Fall ist die Szene trotzdem irgendwie ein kleines bisschen zurückhaltender, als man es von Fulci gewohnt ist. Am Ende wird ihr noch die Kehle durchgeschnitten, was man nicht ganz so deutlich sieht, wie es meiner Meinung nach für den Regisseur üblich, aber egal. In der nächsten Szene landet sie dann auf der Pathologie und dieser Pathologe ist wahnsinnig interessant. Er erzählt dann den Polizisten, er hat ihr von unten nach oben den Bauch aufgeschlitzt und ihr nachher die Kehle durchgeschnitten. Dann meint er weiter, er muss es ziemlich eilig gemeint haben. Ja, dass der es eilig hatte, merkt man bei dem Tathergang wirklich extrem. Vielleicht war es ein Irrer. Vielleicht! Wie war nochmal deine vorige Line? Er hat ihr von unten nach oben den Bauch aufgeschlitzt und ihr nachher die Kehle durchgeschnitten. Vielleicht ist es ein Irrer. Ich wage fast etwas Geld darauf zu verwetten, dass der Kerl ein kleines bisschen was im Schüssel hat, weil nämlich, was der Pathologe noch gar nicht weiß, ist, dass während er das gemacht hat, er dauernd Quack, Quack, Quack gesagt hat. Das finde ich zu irgendwie dem Geisteszustand doch ein kleines bisschen als Indikator dienen könnte, aber pff, das ist jetzt nur meine Ansicht. Egal. Der Pathologe zieht dann noch eine Parallele mit diesem Model-Mord vom Anfang des Films, die da teilweise gefunden wurde, meint noch, ah, das könnte sich um einen Serienkiller handeln und sagt dann noch, weißt du, was ich denke? Dass du an dem Fall eine ganze Weile zu beißen haben wirst. Ja, exakt 80 Minuten noch. Dann bekommt der Polizist Besuch, begrüßt den Besuch, hey, das ist eine echte Überraschung, was treibt dich denn in unsere Hütte? Du weißt schon, dass du mit dem Regisseur des Films sprichst, Sherlock. Also derjenige, wo du vielleicht nicht ganz so überrascht sein solltest, dass der zufälligerweise sich in demselben Gebäude aufhält wie du. Wobei, wenn man sich dein Schauspiel teilweise anschaut, ist es vielleicht sogar noch nachvollziehbar, dass da irgendwann einmal kein Regisseur anwesend war. Lassen wir das. Sherlock und Fulci besprechen die über Untersuchungsergebnisse und wir erfahren, dass die Blutprobe ergeben hat, der Täter ist männlich, circa 30 Jahre alt und wohnt in New York. Wird in dem Film tatsächlich so gesagt. Ich frage mich nur, woran sieht man den Wohnort am Blutbild? Ist das irgendwie ein erhöhter Special New York Aggressionsfaktor? Was weiß ich, das Cheeseburger-Fett von irgendeiner Frittenbude oder irgendein verlorenes Spekulationsgeld von der Wall Street? Keine Ahnung, wie sie das feststellen wollen, aber Hauptsache, er kommt aus New York, fein. Der Polizist meint dann noch, er muss verrückt sein, also brauche ich einen Experten, der übrigens während dieser Aufnahme, wo Fulci und der Polizist nebeneinander hergehen, an der richtigen Stelle anhält, sieht, dass Fulci den Polizist mit einem Blick anschaut, der eigentlich zu verstehen gibt, dass er seinen Experten schon gefunden hat. Lassen wir das, der Cop bekommt dann Nachricht von einem Kollegen, dass irgendjemand mit der Stimme von Donald Duck angerufen hat und der Polizist meint drauf, wie, Donald Duck? Das habe ich doch schon einmal gehört. Und ganz im Ernst, den bringt nichts aus der Ruhe, oder? Er hat zwei verunstaltete Leichen in der Pathologie, einen Mörder, der spricht wie Donald Duck und er schaut irgendwie weniger mitgenommen rein, als wie wenn bei Burger King die Pommes frites ausgegangen werden.
Was? Echt, der Killer spricht wie Donald Duck noch fein! Echt! Ja? Dann meint er irgendwie, er braucht aber doch Unterstützung für seinen Fall Sherlock Holmes, muss seinen Dr. Watson finden und geht zu irgendeinem Psychologieprofessor, hoffentlich nicht gespielt von Malcolm McDowell, das könnte dann schief gehen beim zweiten Teil. Aber gut, er sagt, wir brauchen Ihre Hilfe, Professor, wir kommen nicht weiter, weil Lucio Fulci in der vorigen Szene übrigens gesagt hat, er soll nur mehr dann an die Öffentlichkeit gehen, wenn er irgendwelche konkreten Ermittlungsergebnisse vorzuweisen hat und nicht mehr sagen, na, wir wissen eigentlich gar nichts. In der nächsten Einstellung geht er dann zu einem Professor und sagt, na, wir wissen eigentlich gar nichts. Naja. Der Professor ist übrigens wahnsinnig toll. Nachdem er ganz am Anfang schon versucht hat, sein Gehalt zu verhandeln, meint er dann, Originalzitat, schicken Sie erstmal die Unterlagen her und dann warten wir auf das nächste Opfer. Bitte was? Ich glaube, lieber Herr Polizist, du solltest dir vielleicht einen anderen Partner suchen. Warten wir auf das nächste Opfer. Hey, trinken wir hier einfach Kaffee. Warten, bis sich dieser wahnsinnige Donald Duck Killer durch die nächsten Leute schlitzt. Ich meine, hey, wie wär's, wenn wir einfach warten, bis er ganz New York ausgerottet hat? Weil einerseits würde er damit den Kreis der Verdächtigen schon für uns einschränken und andererseits müsste er irgendwann einmal ja selber zum Morden aufhören, weil es keine Leute mehr gibt, die er ermorden könnte. Dr. Watson, bist du nicht, oder? Naja, dann gibt's noch den tollen Dialog. Sie glauben also auch, dass er weitermacht? Ich bin der festen Überzeugung. Die beiden bringt wirklich nichts aus der Ruhe. Wie gesagt, wir suchen einen Killer mit Donald Duck-Stimme, der Leute zerstückelt. Irgendwie sie finden auch, dass er vielleicht irgendwie weitermacht mit Ja, es dauert sicher keine 2 Stunden, bis die nächste halbverweste Leiche hier irgendwo angespült wird. Übrigens, haben Sie auch Hunger? Irgendwie kommt das nicht ganz ermittlungstechnisch glaubwürdig rüber. Schauen wir mal. Wir sehen dann auf der Straße irgendeinen Kerl, der ausschaut wie eine Mischung aus Charles Bronson und Harrison Ford. Der geht ins Live-Theater und nach dieser Vorstellung geht dann eine der Darstellerinnen vom Red Room in den Green Room, wo sie feststellen muss, dass jemand bei sich in der Schminkkabine die Glühbirne rausgeschraubt hat. Und natürlich ist ihre logische Reaktion, ja, wir schminken uns ab, indem wir ein Feuerzeug vor unser Gesicht halten. Nicht etwa, dass wir vielleicht nach draußen gehen und den Hausmeister fragen, ob er irgendwo noch eine Glühbirne hat, weil in einem Theater Glühbirnen ist sicher nicht lagernd. Naja, stattdessen trifft sie dann in ihrem Kabäuschen auf Ente süß sauer, die den Begriff sich die Kante geben eine neue Bedeutung verleiht. Das Einzige, was ich mich bei der Szene schon jedes Mal gefragt habe, ist, wie stirbt sie an diesen Verletzungen? Ganz im Ernst. Und vor allem, wenn sie so irgendwelche terminatorischen Heilungskräfte haben muss, weil in der nächsten Aufnahme, wo sie dann am Boden liegt, sieht man weder irgendwelche Schnitt- noch Stichverletzungen irgendwo an ihrem Körper. Also hat sie sich sowieso schon regeneriert, dann halt offensichtlich im Tod, keine Ahnung. Der Polizist bekommt in der nächsten Szene dann einen Anruf von Howard the Duck und selbst als er dann diese quackende Stimme zum allerersten Mal hört, verzieht er nicht um einen Deut seine Miene. Wirklich, teilweise habe ich das Gefühl, der Polizist ist so cool, dass es hinter ihm schneit. Lassen wir das. Dieses Gespräch wird dann dem Psychologen vorgespielt. Übrigens, er hat den Anruf nicht am Polizeipräsidium bekommen, sondern bei seiner Bezahlfreundin irgendwo im Schlafzimmer, wo selbstverständlich alle Anrufe automatisch aufgezeichnet werden, dass man sie nachher vielleicht irgendwie polizeilich verwenden kann. Und dieser Psychologe zeigt wieder mal, wie wahnsinnig wichtig er für den Verlauf des Films ist, weil er analysiert sofort, der Kerl hat seine Stimme natürlich verstellt. Ach, sag bloß! Und ich dachte, seine Stimme ist natürlich... Nein! Er hat sie verstellt. Echt! Wow! Wie viel bezahlen wir dir noch einmal in der Stunde genau? Weil vielleicht ein bisschen zu viel. Und dann meint er noch, er hat sich unheimlich unter Kontrolle. Den wahnsinnigen Psychopathen können wir auf jeden Fall ausschließen. Habe ich schon erwähnt, dass ich etwas an der Kompetenz von diesem Psychologen zweifle? Und dann meint er doch, Sie wissen schon eine Menge von ihm, während er denkt, Sie tappen noch im Dunkeln. Was genau weiß der Polizist? Das, was du vorher aus deiner Kaffeeöffnung gemurmelt hast, was wahrscheinlich in etwa den Wert hat, wie eine bereits 3-mal verwendete Briefmarke.
aus demselben Jahr, nicht, dass jetzt Briefmarkensammler sich vielleicht denken, hey, Briefmarken können auch was wert sein. Nein, nein, die ist aus dem Kanal gefischt worden, nachdem sie verwendet wurde vor 2 Jahren. Und dort durch das Abwassersystem gegangen und riecht witzig. So wertvoll in etwa. Naja, und dann meint noch der Psychologe, ich bin davon überzeugt, dass wir ihn früher oder später fassen werden. Später. Später, mein Lieber. Wenn du so kompetent und so toll weiter ermittelst, viel, viel später. Charles Ford nähert sich dann übrigens in der U-Bahn bedrohlich unserer Hauptdarstellerin, und anders als in Maniac hat sie das Glück, dass die U-Bahn-Tür genau im richtigen Moment aufgeht. Sie kann flüchten, kommt zum Glück nicht auf die hochintelligente Idee, sich auf der Toilette zu verstecken. Nein, sie läuft nach draußen. Dann ist der zweifingerige Killer weg. Und es taucht plötzlich jemand auf, der sie dann umbringt. Warte mal. Der Meister mit den abgebrochenen Fingern ist jetzt weg. Okay, lassen wir das. Er ist einfach nicht mehr da. Wir wissen aber trotzdem, nachdem sie gelaufen ist und er vorher gegangen ist, dass die Szene für sie nicht gut ausgehen kann. Dann allerdings taucht Ducky auf und der killt sie auf eine wirklich interessant gefilmte Art und Weise. Und da muss man echt sagen, da merkt man wieder, dass Lucio Fulci ein wirklich ungewöhnliches und einzigartiges Auge als Regisseur hat und dass seine Filme eigentlich immer wieder ziemlich viele unkonventionelle, ungewohnte Aufnahmen, Kamerapositionen haben, die meiner Meinung nach zu seinem Kultfaktor auf jeden Fall beigetragen haben. Und übrigens ist die ganze Szene nur ein Traum. Ja, sie wacht dann auf, ihr Freund kommt bei der Tür rein und sie erzählt ihm die gesamte Geschichte von diesem Traum noch einmal. Hallo, wir haben es selber gesehen. Wir wissen, was passiert ist. Wir brauchen nicht jemanden, der uns nachher noch die Audiodeskription von der Szene liefert. Und selbst wenn, geht das auch gleichzeitig und nicht. Aber wurscht, wie sonst hätten wir draufkommen können nach diesem subtilen Reveal, weil wir meistens immer nur das halbe Gesicht des Killers gesehen haben, dass das bam 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 ihr Freund war. Hey, Foreshadowing auf die subtilste Art und Weise. Es wäre ja wirklich subtil, es wäre ja wirklich interessant, wenn sie es nicht in der Dialogszene nachher selber 4-mal erwähnen würde. Das nimmt der Szene vielleicht dann ein kleines bisschen die Wirkung, vor allem wenn, Spoiler, dann die große Überraschung am Ende des Films kommt. Und große Überraschung ist übrigens unter große Anführungszeichen zu setzen. Naja, wir lernen dann in der nächsten Szene, was ein hässliches Gefühl sein muss, nämlich nach einer gemeinsamen Nacht ans Bett gefesselt neben einem Typen aufzuwachen und währenddessen übers Radio zu erfahren, dass der eigentlich ein gesuchter Serienkiller ist. Autsch. Naja, aber die nächste Szene ist dann wieder wahnsinnig cool gemacht, weil sie versucht verständlicherweise zu flüchten. Das Ganze wird gefilmt mit langen Aufnahmen, mit interessanten Kamerapositionen, und solange sie in diesem Raum neben ihm ist, ist die Szene wirklich ganz ruhig, und sobald sie nach draußen geht, auf den Gang geht und logischerweise zu laufen beginnt, wird auch die Kameraführung rasanter, bisschen zittriger, die Schnitte kommen schneller. Allerdings hilft ihr das im Endeffekt auch nicht. Es rettet sie nicht vor ihrem blutigen Ente. Versteht ihr? Ente. Naja, egal. Der Polizist erfahrt dann die Identität des Killers übrigens offscreen und erwähnt sie beiläufig in irgendeinem Gespräch mit dem Mann von einem Opfer. Ist das echt üblich bei der Polizei, dass man den Namen des Tatverdächtigen einfach bei der Familie der Opfer so erwähnt und sagt, hey, übrigens, der Kerl heißt so und so, kommt aus Griechenland, ist dort wahrscheinlich frisch vom Set von Island of Death angereist, und der Psychologe geht dann nach Hause zu der Albträumerin und ihr, nein, er ist sicher nicht der Killer, Freund. Der erklärt dem Psychologen, er ist Physiker und beschäftigt sich mit dem absoluten Nullpunkt. Cool, dann könnte er die Spannung von New York Ripper gleich mitanalysieren. Und es gibt irgendwie eine kurze, substanzlose Diskussion zwischen den beiden Ermittlern, ob dieser Grieche jetzt der Killer ist oder nicht. Der eine glaubt ja, der andere glaubt nein. Wer was glaubt, ist, finde ich, absolut uninteressant. Egal, die Spannung kehrt dann aber wieder zurück, wenn die Hauptdarstellerin zu Hause ist, weil
Der Kerl mit den 8 Schätzen an den Händen taucht dann wieder auf, bricht das Fenster auf, steigt ein in ihre Wohnung und kann nur im letzten Moment von ihrem Freund in die Flucht geschlagen werden. Eine coole Szene mit, finde ich, relativ außergewöhnlicher und interessanter musikalischer Untermalung. Sehr gut gefilmt, sehr nett. Nur, dass nachdem dann der Kerl mit der Fingerreduktion in die Flucht geschlagen wurde, die Unterhaltung mit den Polizisten wieder herrlich leb und emotionslos ist, wo man sich echt fragen muss, wer eigentlich freiwillig diesen Typen anruft und sagt, hey, bitte hilf mir, indem du leer in die Luft schaust und wenn wir dir erzählen, dass wir fast gerade von einem Kerl umgebracht wurden, du meinst, aha, dich einfach umdrehst und gehst. Spannend! Was allerdings der erste Moment ist, wo der Polizist, finde ich, einen wirklich coolen Job leistet in dem Film, ist dieses Telefonat zwischen ihm und dem Quacking Killer, das fast auf eine Art geistiges Duell hinausläuft. Vor allem übersteigt die Coolness von diesem Polizisten zum ersten Mal diese Grenze der Teilnahmslosigkeit und vom Desinteresse, was man ihm, finde ich, teilweise schon attestieren hat können. Und ich war mir im Film nie wirklich sicher, ob er jetzt einfach nur so desinteressiert reinschaut, weil er wahnsinnig cool und abgebrüht wirken soll, oder weil ihn der Fall einfach wirklich überhaupt nicht interessiert. Auf jeden Fall, dieses Telefonat ist anders gemacht, die Fangschaltung außerdem funktioniert, die Cops werden an die Docks geführt, wo allerdings nur ein abgenommener Telefonhörer neben einem Funkgerät spielt. Und bei dem Arrangement muss ich jetzt einmal ganz kurz passieren. Erstens, wie kann der Killer dann die Stimme des Cops hören? Weil, ich meine, diese Telefonhörer sind nicht so laut, dass die Stimme wirklich 30 cm Luftlinie zum Mikrofon von diesem Funkgerät geht und dort eine verständliche Klangqualität liefern. Und außerdem, dafür, dass dieses Arrangement aufgebaut ist, muss der Killer zu den Docks gefahren sein, dort das Gespräch begonnen haben und dann sofort wieder dorthin gefahren sein, wo er dann seinen nächsten Mord begehen will, und das ohne, dass die Polizei irgendwelche Nebengeräusche bemerkt oder sonst irgendwas. Und außerdem gab es damals schon Handys, das hieße dann ja, dass er mit diesem Funkgerät spricht, und Funkgeräte haben, soweit ich richtig informiert bin, doch irgendwie eine beschränkte Reichweite. Und wie wär's, wenn wir es einfach lassen und uns auch nicht einmal fragen, dass während der ganzen Zeit, wo er weg war und diese ganze Fangschaltung installiert hat, die Dame wahrscheinlich in der Wohnung ans Bett gefesselt ist und keine Chance hatte, sich zu befreien oder zumindest dieses Tick so vom Mund zu geben, dass sie schreien kann, dass sie irgendjemand hört und befreit. Nein. Stattdessen bekommen wir die wahrscheinlich bekannteste und auch grafischste Szene des Films. Ich sag nur Rasierklinge. Und vor allem dann der Teil mit dem Auge, der ein kleines bisschen eigentlich erinnert an den 1920er Film Ein andalusischer Hund. Und ich frage mich ehrlich gesagt, wir haben jetzt extra für dieses Review auch den andalusischen Hund mit angeschaut. Und abgesehen jetzt von der Rasierklinge meets Auge-Szene, gibt es noch einige andere Parallelen zwischen dem Hund und dem New York Ripper. Zum Beispiel dann dieses Bild am Ende von dem Kerl, der ans Bett gefesselt ist. Erinnert ein bisschen an sie, die ans Bett gefesselt ist. Und so weiter und so fort. Also wenn man kann sich schon fragen, ob Fulci da nicht bewusst eine Hommage an diesen Kultfilm inszeniert hat. Gleich im Anschluss übrigens an diese Mordszene finden wir den Tatverdächtigen, der am Dock liegt und relativ gut gemachte Verwesungsspuren hat. Der Pathologe meint, er ist schon seit 8 Tagen tot. Und das ist ein cooler Twist. Langsam wird die Handlung nämlich irgendwie interessant, weil dadurch kann er irgendwie die letzten Morde gar nicht mehr begangen haben. Der Psychologe meint, wieder mal Originalzitat, die Sache ist zwar bedauerlich, aber wir wissen jetzt, dass er nicht der Mörder gewesen sein kann. Nahtlose Argumentation eines studierten Experten. Ja, ist er halt tot. Aber sehen wir es positiv, er kann nicht unser Killer sein. Ja, dass er tot ist, ist schade, aber uns hilft's, ich meine, ihm nicht. Wir profitieren davon. Wir haben jetzt ein einfacheres Leben. Nein, er nicht. Aber wie gesagt, ist ja wurscht, oder? Naja,
In der nächsten Szene sehen wir unsere Hauptdarstellerin im Spital. Dort liest eine Schwester einer jungen Patientin eine Geschichte vor und verwendet dabei genau dieselbe Donald Duck Stimme wie der Killer. Außerdem steht auf dem Tisch neben ihr sogar eine Figur von Donald Duck. Größter Zufall ever. Aber gut, die Hauptdarstellerin geht dann an dieser Straßenecke vorbei, wo sie geträumt hat, dass sie attackiert wurde, findet Spuren an der Wand und eine Rückblende zeigt uns CSI-technisch, dass diese quer gemachten Ritzer auf keinen Fall von einem draufgeschlagenen Messer hätten stammen können. Aber gut, sie ist jetzt davon überzeugt, dass ihr Albtraum kein Traum war und dass sie wirklich verfolgt wurde. Wobei, wenn sie wirklich verfolgt wurde und ihr Albtraum kein Traum war, dann war der ganze Traum kein Traum, weil ich erinnere daran, dass sie am Ende von diesem Traum ermordet wurde und ohne Verletzungen aufgewacht ist. Also irgendwas passt da nicht so ganz. Naja, egal, in der nächsten Szene sind plötzlich die Ermittler auch bei diesem selben Mädchen im Spital. Wie die da plötzlich drauf gekommen sind, ist eine ganz andere Frage, so wie alle anderen wichtigen Ermittlungsergebnisse in dem Film offscreen präsentiert wurden. Und seit ihr der Arm amputiert werden musste, besucht sie ihr Vater nicht mehr im Spital. Ist auch nicht wahnsinnig nett von ihm. Die Hauptdarstellerin findet dann daheim ein Messer mit abgebrochener Klinge, was natürlich der Beweis ist, weil niemand zu Hause ein Messer mit abgebrochener Klinge hat normal, dass das das Messer ist, mit dem sie an der Straßenecke überfallen werden musste und natürlich, dass ihr Freund ein Vollidiot ist, dass er dieses Messer, wo eine Klinge abgebrochen ist, mit dem er seine Freundin auf der Straßenecke attackiert hat, nicht einfach entsorgt, sondern wieder zurück nach Hause gebracht hat. Gut, ist auch irgendwie selber schuld. Er wird von ihr erstochen. Natürlich, nachdem er dann die Treppe runtergefallen ist und jeder glaubt, dass er tot ist, sie an ihm vorbeigegangen ist, bäumt er sich noch einmal auf, kann dann das sich mit dem Messer so über ihr aufbauen und dann kommt wieder dieses verzerrte Quacken, wo man sich denkt, jetzt ohne Telefon und so weiter, wie macht er das? Quack, 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 keine Ahnung. Wird dann erschossen von den Polizisten übrigens. Man muss sich das so vorstellen, hier sind die beiden aufgebaut, hier ist die Treppe und erschossen wird er von da. Das heißt, die Polizisten sind die Treppe runtergekommen, haben gesehen, dass er über ihr kniet, ein Messer in der Hand hält, haben ihn nicht einfach so erschossen, sondern sind rundherum gegangen, den ganzen Raum, damit sie ihm so schön durch die Backe schießen und Lucio Fulci seinen Money Shot in Zeitlupe machen kann. Gut, zugegeben, einer der wirklich härtesten und effekttechnisch am besten gemachten Durchschüsse, die ich seit langem in einem Film gesehen habe, wirklich, wirklich toll. Und dann, nachher, bekommen wir die tatsächliche Story vom New York Ripper erklärt. Der Killer, also der Freund unserer Hauptdarstellerin, war der Vater von dem kranken Mädchen aus dem Spital. Beide haben, damit sie ein bisschen einen Spaß im Leben hat, immer auf Enttisch miteinander gesprochen. Und jedes Mal, nachdem er mit ihr telefoniert hat, bekam er die Lust, jemanden zu töten, weil es ihr ja so schlecht ging. Worst Motive ever. Vor allem, weil der Kerl nicht irgendjemanden umbringt, der vielleicht ansatzweise etwas mit ihrem Zustand zu tun hat, sondern nur wahllos irgendwelche Leute abschlachtet. Hey, meine Tochter geht schlecht. Slash. Ja. Ja, klar. Macht vor allem einen extrem spannenden und nachvollziehbaren Movieplot, der ungefähr in den letzten 20 Sekunden Film vor dem Abspann aufgerollt wird. Und die nächste Frage, die ich mir stellen muss, ist, warum hat er dann diesen Griechen als Sündenbock angeheuert? Und ist doch selten bei irgendwelchen Hasstaten, dass man da extra Mitwisser produzieren muss und so weiter. Und die Tatsache ist, wozu hat er diesen Griechen angeheuert? Und vor allem dann, wieso hat der Grieche eigentlich seine Freundin attackiert? Und wenn das sein Auftrag an den Griechen gewesen ist, wieso hat er ihn dann in die Flucht geschlagen? Und vor allem, wieso hat er ihn dann nachher umgebracht? Man kann nur irgendwie so eine mafiöse Plottheorie aufstellen, dass der Grieche mehr Geld wollte, der Kerl wollte ihm nichts zahlen, deswegen wollte der seine Freundin umbringen aus Rache und der hat ihn in die Flucht geschlagen und danach gekillt, aber das wäre von dem Griechen auch relativ doof, weil wenn ich die Freundin meines Auftraggebers umbringen will, dann treffe ich mich nicht zwei Tage später wieder mit ihm. Gut, eines
ist damit, glaube ich, klar. Lucio Fulcis New York Ripper hat irgendwie seine Probleme. Er ist aber trotzdem irgendwie ein Kultfilm des Regisseurs. Wobei ich zugeben muss, in den letzten Monaten habe ich mir immer wieder ein paar ältere Lucio Fulci Filme angeschaut. Heuer zum Beispiel Voodoo, jetzt den New York Ripper. Und vor allem, wenn man die beiden Filme miteinander vergleicht, dann merkt man, dass sich Voodoo wesentlich besser entwickelt hat mit der Zeit. Nach wie vor ein extrem atmosphärischer, spannender und brutaler Horrorfilm ist, der, finde ich, hauptsächlich Lucio Fulcis Talente zeigt. Der New York Ripper ist einer der sleazyigsten Giallo-Variationen, die es gibt. Allerdings hat er für mich ein relativ großes Problem. Er hat coole Kameraführung, er hat gute Regie. Lucio Fulci zeigt wieder mal sein einzigartiges Auge, was in eigenen Szenen wirklich sehr, sehr positiv rüberkommt. Aber der Film ist letztendlich ziemlich spannungsarm. Was, finde ich, hauptsächlich daran liegt, dass der Polizist und vor allem dessen Ermittlungsarbeit viel zu wenig thematisiert werden, dass der Polizist ein viel zu uninteressanter Nebencharakter in der Handlung ist und dass gerade das, was viele Giallo meiner Meinung nach auszeichnen, einerseits die Charakterisierung des Killers oder das Aufbauen eines Mysteriums rund um den Killer hier nicht wirklich ganz zur Geltung kommt, weil ich erinnere noch einmal dran, das Mysterium rund um den Killer ist, dass er Quack, Quack, Quack sagt. Spannungsexplosion! Außerdem weder die Hauptdarstellerin noch der Polizist sind für den Zuschauer derartig interessant, dass man bei der Geschichte wirklich mitfiebert. Der New York Ripper ist irgendwie ein interessantes Stück Exploitation-Geschichte, weil, wie gesagt, derart sleazige Inszenierung bekommt man wirklich selten zu Gesicht. Der Film ist wahrscheinlich gerade deswegen auf viele Arten und Weisen irgendwie bedenklich, aber für Fans von Lucio Fulci, für Fans der damaligen italienischen Slasher-Filme auf jeden Fall interessant. Er ist irgendwie für mich die Mischung aus Giallo und Slasher, aber könnte das von der Inszenierung her wesentlich besser machen, wäre der Plot einfach spannender und hätte man ihn nicht irgendwie wie so einen quasi Nachgedanken dann noch in den letzten 20 Sekunden des Films erklärt und vorher eigentlich den Killer nur durch sein Quacken definiert, was vielleicht auf dem Papier eine interessante Idee ist, was aber jetzt, finde ich, bei den letztendlich inszenierten Mordszenen eher wenig zu einer positiven, spannenden und intensiven Atmosphäre beiträgt, als das Ganze eher unfreiwillig komisch erscheinen zu lassen. Der New York Ripper ist ein Kultfilm des italienischen Regisseurs Lucio Fulci, aber einer, der meiner Meinung nach die Zeit bis jetzt nicht ganz so gut überlebt hat, wie unter anderem sein meiner Meinung nach bester Film Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies. Der New York Ripper macht einiges richtig, es ist eine interessante Mischung aus Giallo und Slasher, sicher eine der sleazigsten italienischen Exploitation-Versuche, die ich bis dato gesehen habe, aber auch wenn die Morde grundsätzlich blutig und innovativ zu einem gewissen Teil sind, fehlt es dem Film für mich einfach an Spannung, an einer interessant thematisierten Ermittlungsarbeit, an einem interessant charakterisierten Polizisten. Auch die Hauptdarstellerin und vor allem der Killer bekommen irgendwie zu wenig tatsächlich Charakterisierung. Die Motive des Killers werden in irgendwie zwei Nachsätzen 20 Sekunden vor der Ende-Einblendung erklärt. Und damit verliert der Film, finde ich, eine Menge von der Wirkung, die er vielleicht haben könnte. Allein die harten Morde, allein die sleazige Inszenierung hat in den 80er Jahren sicher für viel Aufregung gesorgt, aber genau davon ist heutzutage nicht mehr ganz so viel übrig, weil es dem Film im Gegensatz zu vielen anderen Slashern, Giallo bzw. Horror-Thrillern von Lucio Fulci hauptsächlich an Atmosphäre fehlt. Trotzdem ist es ein interessantes Stück italienische Thriller-Geschichte von Lucio Fulci, die Fans des Regisseurs, Fans des Genres und Fans harter Filme auf jeden Fall gesehen haben sollten.